Wasser kocht, also sieht der Hüt los. Ja, was mache ich hier? Ich sitze mitten in der Stadt auf einem der vielen Schuttberge, die wir hier haben. Weil nach dem Krieg wurde ja ganz, ganz viel Schutt weggefahren aus der Stadt, weil er zerbombt war. Und von diesen Bergen gibt es hier einige ideale Plätze, um zu trainieren. Weil ab heute fange ich an meine Nordkap-Tour. Ich möchte also 700 Kilometer von Kolari, das ist der letzte Ort in Finnland, wo noch ein Zug hinfährt. Von da will ich hochwandern zum Nordkap. Ziemlich unwirkliche Gelände. Ich bin ja schon mal mit dem Fahrrad auch gefahren. Da fährst du auf der Straße, das geht noch. Aber jetzt lasst euch überraschen. Ich hoffe, dass das überhaupt kann. Ich renne jetzt hier gerade rum mit. Oh, ich muss mal kurz mein Wasser runternehmen, sonst kocht sich das tot. Ja, unwirkliche Gelände. Also ich tappel jetzt hier mit 15 Kilo Gepäck. Warte, das hoch. So wird mein Rucksack aussehen, mit dem ich loslaufe. Jetzt habe ich erstmal nur Wasser drin, was ich in kleinen Schläuchen habe, die ich notfalls auskippen kann. Wenn es mir zu viel wird, kippe ich es einfach weg. Also ich schleppe jetzt hier keine Ausrüstung rum. Ja. Und trainiere jetzt erstmal dieses Gewicht zu tragen. 15 Kilo, auf die werde ich ungefähr kommen mit meiner ganzen Ausrüstung, mit Essen für mehrere Tage. Wasser brauche ich Gott sei Dank nicht, weil da ist überall Wasser. Eigentlich ein Riesenvorteil. Ja, trainiere jetzt und werde die nächsten Monate, weil jetzt soll das nächste Jahr im Sommer stattfinden, die nächsten Monate auch mehrere Touren machen, über ein paar hundert Kilometer mit diesem Gepäck. Aber jetzt trainiere ich erstmal überhaupt dieses Gepäck zu tragen, 15 Kilo, weil das habe ich noch nicht gemacht. Über so lange Strecken. Okay, ich hoffe, ihr seid dabei. Abonniert einfach YouTube, ist das Einfachste, weil dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video veröffentlicht ist und so könnt ihr mich verpassen, weil ich werde jetzt einige Sachen machen, auch immer wieder Ausrüstung vorstellen. Bleibt interessant. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.